Ein wunderschönes Moment, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft PvP auf der Xbox One mit Rise 6. Jojo. Mit Skywars. Ja, wieder mal eine knackige Runde Skywars. Ich denke mal nicht so eine wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht, aber erstmal wieder diskutiert. Das ist sehr beliebt für euch und das ist ja mega geil. Wollen wir gleich direkt mal neu an? Nee, ja, es geht weiter. Also. Achso. Die anderen werden ganz bestimmt nicht warten. Ein wunderschönes Moment, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft PvP. Ich habe einen ganz kurzen Cut reingehauen. Das Spiel ist ganz kurz gecrashed, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Es war ein ganz kurzes Cut drin. Hashtag professionell. Ja, nee, ist halt Xbox. Ja, es ist halt, also ja, Xbox-Version ist halt nicht vorgesehen, dass man so PvP-Sachen macht. Es soll noch später noch ein Update kommen, wo dann mehr Spielermodus hinzugefügt wird, aber der sollte, glaube ich, soweit ich weiß, so sein wie auf dem Pocket-Version. Das hast du mir, glaube ich, sogar erzählt, ne? Ja, ja, also es ist praktisch, hast du so einen Pocket Edition Emulator auf der Xbox One. Also spielst halt auf der Pocket Edition Version. Ob das jetzt so geil wird, weiß ich nicht. Denke ich auch nicht. Das ist auch, hier gibt's auch auf der Karte mehrere Throne und ich wusste jetzt die andere Truhe. Ach, hier irgendwie ist noch weiter, okay. Holy shit. Ich dachte schon, ich hätte jemanden gehört, aber ich höre niemanden. Okay, gut. Ich Ender Chest, ich hab zwei Ender Chests. Was hast du denn für ein Kit geholt? Ja, Tank mal wieder. Fand ich eigentlich ganz nice, hab ich mir nochmal Tank geholt. Tank, okay. Ja, ich bin down. Jetzt schon? Nein. GG, ne? Ja. Ich war kurz vor der Mitte und jemand hat mich runtergeschlagen. Ja, moin, ne? So, Alter, bei mir sind die Wolken mittendrin. Also wirklich, das waren irgendwie. Das war, glaube ich, noch. Warte. Ich glaube, es waren noch drei Blöcke. Also drei Blöcke und ich wäre als erstes in der Mitte gewesen. Ich hatte das Fette des Schwerts, denn ich hatte Attentäter. Also ein Diamantschwert mit Schärfe 1 und hat Hatbarkeit 10. Und ja, das wäre ganz geil gewesen, aber naja, kannst nichts machen, ne? Ja, ich sehe gerade selber nicht, was ich mache, weil ich sehe den Boden bei mir überhaupt nicht. Da ist bei mir gerade mitten eine Wolke drin, ich sehe gar nichts. Ja, solltest du aufstellen. Gerade bei meinen Servern, wo man meistens in der Luft spielt, sollte man eigentlich Wolken immer ausstellen. Ja, ja, tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich habe Wolken eigentlich immer drin gelassen, weil es schöner aussah. So, guck mal, warte mal, wie viele Leute sind da noch im Leben? Okay, das ist gerade ein paar Leute raus. Wo ist eigentlich die nächste? Wir haben noch immer drei Kisten auf der Map. Wo ist die letzte Kiste? Ist bestimmt hier oben irgendwo. Oder konnte ich weiß, also eigentlich nur zwei. Also ich glaube, auf dieser Map sind nur zwei. Eigentlich war es auf der anderen Map auch nur zwei, aber irgendwie hast du eine dritte gefunden. Keine Ahnung, wo die sind. Ja, die war oben noch drauf. Deswegen gucke ich gerade. Ich glaube, ich habe sogar die dritte Kiste gefunden. Wo ist sie? Zwei Kisten habe ich gefunden. Eine ist unten, die andere ist direkt beim Spawn. Achso, nee, doch nicht, oder? War das eine dritte Kiste oder habe ich jetzt falsch geguckt? Ich bin gerade von den Wolken ziemlich verwirrt. Nee, hier ist auch nichts. Nee, ich glaube, hier waren tatsächlich nur zwei Kisten. Optimus Maurice ist beigetreten. Kannst du bitte rauskicken? Der gehört gar nicht rein. Ja, du bist ein bisschen spät, lieber Maurice. Und du, jetzt hast du das auch ein bisschen zu spät. Ich guck mich mal nach der Kiste um. Hier ist echt keine andere. Also leben noch außer dir. Oh, der nächste ist down, okay. Das heißt, es leben noch zwei Leute außer dir. Das ging ja ganz schön schnell. Ja, das ging ja ganz schön schnell. Ich bin noch nicht mal rausgekommen hier aus meiner Insel. Ich trau mich auch ehrlich gesagt nicht. Letztes Mal hab ich noch eine Enderperle gehabt, da bin ich wenigstens rausgekommen hier. Warte mal, hab ich fahren? Vielleicht versuchst du ja irgendwie ein paar Taktiken, ein paar coole Skywars-Taktiken, die irgendwie. Also eine ganz beliebte Taktik ist zum Beispiel, sich über einen Gegner rüber zu bauen, über ihn drüber und dann einfach eine Druckplatte unter sich zu bauen. Und dann neben einem sozusagen TNT runterregnen lassen. Das TNT. Ja, richtig. Das wäre vielleicht auch interessant. Ja, TNT hast. Das ist eine ziemlich gute Taktik. Ich habe auch TNT. Okay, okay, cool. Also, daran sollst du dich scheitern. Also, ich werde jetzt nicht ghosten, ne, aber achte auf jeden Fall auf deine Umgebung, würde ich sagen. Ja, ich suche ja gerade nach der dritten Kiste. Oh. Oh, da kommt die geflogen. Da kommt die Pearl angeflogen. Ob er jetzt die zweite hat, weiß ich nicht genau. Oh, ich sehe auch schon, also ich sehe auch schon den anderen Spieler, der ist auch. Ja, eine zweite Pelle, ich habe schon die zweite Pelle gesehen. Der hat noch eine andere Pelle. Okay, interessant. Verdammte Scheiße. Ja, aber was er jetzt damit machen will, weiß ich jetzt nicht genau. Er ist zu einer Insel. Er geht weiter zum anderen. Also mehr als zwei Enderperlen ist schon sehr unwahrscheinlich. Mal schauen. Ich dachte jetzt ernsthaft, der kommt zu mir rüber und will mich mal. Also warum? Aber ich will mal deine Strategie ausprobieren, die du mir gesagt hast. Mit deinem. Drück mal hier hin. Ja, ist ja jetzt keine. Es ist keine Secret-Taktik, also wer ein bisschen Skywars gezockt hat, kennt die TNT-Regen-Taktik. Die ist jetzt nicht so unbekannt, sagen wir es mal so. Ja, weil ich ja natürlich bekannt bin. Was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, hier wäre es natürlich ein bisschen unklug, ist, dass der TNT-Boost... Wow! Alter, ich bin fast tot, Mann! Ne? Alter, was zum Teufel? Ich dachte, das wäre... Alter, das wäre der mit Abstand lächerlichste Tod. Wenn ich jemals das Skywars gesehen habe. Alter, was zum Teufel, Alter, ich baue das einfach auf, kommt so ein Ding raus. Alter, wie heißen die Dinger nochmal?
Ja, ich glaube, wie heißen die denn nochmal? Warte mal ganz kurz. Die haben mich zerschrocken gerade. Ich komme ganz kurz nach. Warte mal. Wie heißen die denn nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr. Das waren diese Silberfische, kleinen... Silberfische. Genau, Silberfische waren das. Warte mal, hier unten war die Workbench. Ich muss nochmal ganz kurz runter. Das wäre so lächerlich gewesen, wenn ich da jetzt verreckt wäre. Wie viel hattest du? 3. Tod durch Silberfisch. Bester ja. PvP-Spieler. Varo 5 confirmed win, Digga. Ja, sich genauso. So. Oh Mann. Oh shit, da fliegt der letzte Spieler. Und jetzt gibt's einen One vs. One. Das ist ein Albania-Fighter. Wo ist denn der? Ach, da oben ist er. Albania-Fighter ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Albania-Fighter ist meiner Meinung nach, also so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, ein Durchschnittsspieler. Also nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht. Aber dadurch, dass er halt schon heftiges Equip hat, ich meine, er ist Full Leer, hat er natürlich einen entscheidenden Vorteil, auch wenn sein PvP-Skill wahrscheinlich nicht so heftig ist. Ich trinke einfach mal kurz mal einen Feuerresistenztrank. So. Ja, also vielleicht wäre es die beste Taktik gegen ihn, entweder TNT fallen zu lassen oder ihn irgendwie, also du musst ihn irgendwie austricksen. Durch einen Kampf wirst du ihn nicht besiegen können. Das ist mir schon klar. Ich versuche jetzt ein bisschen was. Hast du irgendwie irgendwas mit Knockback oder so? Irgendwie ein Holzschwert mit Knockback oder so ein Scheiß? Nein, ich habe gar nichts, aber nicht mal einen Bogen. Ich kann ihn nicht mehr abwerfen oder was auch immer machen. Das geht alles kannst nicht. Du dich über ihn drüber bauen, dann runterdroppen und dann schnell einen Schlag abgeben und danach fliegt er direkt ins Nichts. Das ist mein Plan. PvP-Kampf. Ja. Also PvP wäre natürlich jetzt ein bisschen unklug. Ich weiß, Rysex, ich weiß. Aber guck mal, der hat definitiv mehr Holz. Also ich habe nur noch 5 Holzblöcke. Ja, das ist natürlich jetzt problematisch. Ja, okay. Ja, naja. Das macht er. Ich hab nichts mehr. Was du eigentlich machen wolltest. Ja, dann geh mal lieber weg oder so. Platzier mal, also. Du kannst ja ein bisschen TNT platzieren. Ja, und dann? Jag ich mich selber in die Luft oder was? Ja. Ja, er kommt. Geh einfach runter. Geh nach unten. Geh, komm. Also, so hab ich es nicht gedacht. Oh! Mein Gott. TNT, lass explodieren. Hab ich, bin bei. Richtig gut. Das verschafft dir jetzt Zeit. Oh shit. Um gewonnen zu werden. Ja. Alter, ich hab da keine Zeit. Hab ich Schaden gemacht mit TNT? Hast du es gesehen? Ja, du hast ihm, glaube ich, tatsächlich Schaden gegeben, aber ich glaube, du hast zu viel Fall Damage bekommen. Ja, ich bin halt, durch Fall Damage war ich auf ein halbes Herz runter. Da konnte ich überhaupt nichts mehr machen. Ja, also da ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert. Hättest du kein Fall Damage bekommen oder irgendwie abgeprallt, niedrige Stufen oder sonst was, dann wäre vielleicht noch was gegangen. Das TNT war auf jeden Fall richtig gut gezündet. Dadurch hattest du noch ein paar Sekunden extra und konntest irgendwie noch hochheilen. Aber mit einem halben Herz ist natürlich ein bisschen komplizierter. Ja, da hat er mir natürlich direkt One gehittet. Dann würde ich sagen, was ist gewesen? Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Natürlich mal wieder ein richtig harter Fail von mir. Und dann haut rein bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.